Der Camino de Santiago oder zu Deutsch der Jakobsweg ist der weltweit bekannteste und beliebteste christliche Pilgerweg. Das Pilgern ist ein spannendes Abenteuer, das Kameradschaft, Selbstüberwindung, Sport, Kultur und Natur vereint. Am Wegesrand entdeckt man nicht nur Kathedralen, Klöster und Sehenswürdigkeiten, sondern auch bezaubernde und beeindruckende Landschaften. Der Jakobsweg liegt im Norden Spaniens und führt nach Santiago de Compostela, wo sich der Reliquienschrein des Apostels Jakobus befindet. Wir stellen Ihnen die Strecke von León über Astorga, Santa Catarina, Rabanal und Macharín bis Santiago de Compostela vor. Wir beginnen in León, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Für viele Santiago-Pilger gilt León als Ausgangspunkt und überall trifft man auf das Zeichen der Jakobsmuschel. Das Symbol der Muschel gilt seit dem Mittelalter als Zeichen für Pilger generell. Hier in León hat der Camino, wie der Jakobsweg schlicht genannt wird, seit dem 13. Jahrhundert seine Spuren hinterlassen. Händler und Handwerksleute ließen sich hier nieder und verhalfen dem Ort zu Wohlstand. Weithin bekanntestes Bauwerk von León ist die mächtige gotische Kathedrale der Stadt. Die Pulcra Leonina erhebt sich auf den Gemäuern von einstigen römischen Bädern sowie einer romanischen Kirche. Die Hauptbauzeit liegt zwischen 1255 und 1302. Die Kathedrale ist etwa 90 Meter lang und 30 Meter breit. Berühmt sind die Glasfenster der Kirche, die vom 16. bis zum 20. Jahrhundert von unbekannten Meistern geschaffen wurden. 125 Fenster bedecken eine Fläche von 1800 Quadratmetern. Eine Besichtigung gehört zu jedem Pilgerstopp. Mitten durch die Fußgängerzone führt der Jakobsweg auf die Kathedrale zu. Die Legende besagt, dass zu Anfangszeiten des Bauwerks ein Maulwurf versucht habe, die Fundamente zu untergraben, dies jedoch vergebens. So imposant die Kathedrale seit Jahrhunderten dasteht, so lebendig ist der Glaube noch heute. Überall in den Straßen und Gassen trifft man auf Pilgerinnen und Pilger aus allen Teilen der Erde. In einem Straßencafé pausiert eine kleine Gruppe junger brasilianischer Pilger. Auch sie sind auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Rafael Machado ist unter anderem mit seinem Vater unterwegs und sieht sein ganzes Leben als eine Wanderung. Er schwört auf ein gutes Schuhwerk, wie übrigens jeder Pilger, dem wir begegnen, und schätzt an seinem Pilgergang vor allem den schnellen und guten Kontakt zu anderen. Zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Fahrrad ist die Reise durch Spanien bis zum Ziel des Jakobsweges ein besonderes Erlebnis, das viele wiederholen. Für jeden ist der Jakobsweg eine Route der Erfahrungen, der Erkenntnisse und der Begegnung. Vielleicht ist all dies der besondere Reiz und die Genugtuung, sich einer solchen Herausforderung zu stellen. Zwischen León und Astorga treffen wir auf zwei Pilger aus Berlin. Ich bin der Volker und das ist die Claudia und wir sind hier auf dem Camino, um uns selber mal zu beweisen, ob wir das schaffen, die Entfernung. Wir haben die Entfernung gewählt von León bis Santiago und das wollen wir bis zum 13. schaffen, 13. Mai.
Also, wir sind gestern 41 Kilometer gelaufen und uns ging es abends relativ gut. Man spürt zwar die Füße, aber eigentlich war es okay. Mit den richtigen Schuhen geht das schon, weil die Wege sind ja auch relativ glatt gewesen. Also wir sind ja nicht bergauf, bergab gelaufen. Also es war schon in Ordnung. Wir planen seit 2 Jahren ungefähr diesen Weg und haben dann Schritt für Schritt uns rangetastet, was wir machen, wie wir herkommen, wie wir hier auf dem Weg weiterkommen, Übernachtung oder nicht Übernachtung, Unterkünfte vor Ort buchen oder schon zu Hause. Und wir haben uns dann für die Variante entschieden, alles zu Hause zu buchen und dann den Weg zu laufen. Alle sind begeistert, aber keiner wollte mit. Alle haben gesagt, oh, schön und toll und super, erzählt mal danach. Seit jeher gilt es für die Pilger, auf dem Camino etliche Bäche und Flüsse zu überqueren. Wo heute Brücken stehen, war man früher auf Fähren und Boote angewiesen, die einen heil zum anderen Ufer brachten. Oftmals wurden die Santiago-Pilger dabei recht ordentlich zur Kasse gebeten. Dies ging sogar so weit, dass die Fährleute solche Mengen an Pilgern einluden, bis die Boote umkippten. Solchen Gefahren muss heute kein Pilger mehr begegnen. Vielmehr laden die kühlenden Flüsse zu einer ausgiebigen Rast ein, und man nimmt sich die Zeit, die Landschaft auf sich wirken zu lassen. Ein klassischer Fußpilger des Mittelalters trug einen Umhang, akzeptables Schuhwerk und einen breitkrempligen Hut zum Schutz vor Sonne und Regen. Außerdem gehörte ein Wanderstab zur Ausrüstung, den man zur Not auch gegen wilde Tiere und aufdringliche Zeitgenossen einsetzen konnte. Viele Pilger ließen sich dann auch in ihrer Pilgerkluft begraben, als Symbol für den Übergang in ein anderes Leben. Der moderne Pilger des 21. Jahrhunderts trägt einen großen, aber leichten und nur mit dem Nötigsten gepackten Rucksack. Denn damals wie heute achtete man sehr darauf, dass man nicht mehr Gepäck mit sich trug, als es der Marsch unbedingt erforderte. Ein kleiner Rastplatz, auch für diese Pilger aus Deutschland, die eine Jakobsmuschel als Symbol ihres Weges dabei haben. Also, das ist eine Jakobsmuschel mit dem sogenannten Jakobskreuz. Das ist das Symbol von Jakobus dem Älteren, dem Apostel. Und auf der Rückseite steht Camino de Santiago. Die Muschel ist aus Bronze, kann man überall erwerben. Die Jakobsmuschel diente seinerzeit nicht nur als Kennzeichen, auch zum Wasserschöpfen wurde sie eingesetzt.
Im Übrigen bekam der Pilger des Mittelalters die Muschel erst, wenn er Santiago de Compostela erreicht hatte. Neben einer entsprechenden Urkunde galt diese Muschel als Nachweis für die Wallfahrt. Das moderne Symbol dieser Muschel sehen Sie übrigens oben links im Bild eingeblendet. Im Jahre 2006 waren es schon über 100.000 Menschen, die nach Santiago pilgerten, und jedes Jahr werden es mehr. Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Der Camino lockt ständig mehr interessierte Menschen an, die sich dieser Herausforderung stellen wollen. Das nächste Etappenziel ist erreicht, Astorga. Besonders beeindruckt hier der Bischofspalast, der von Antonio Gaudi in neugotischem Stil erbaut wurde. In Astorga treffen der Jakobsweg und der Via della Plata zusammen und bilden so seit Jahrhunderten ein bedeutendes Wegkreuz. Ein Tagesziel für viele Pilger. Ich heiße Roland Taube, bin 53 Jahre alt. Ich komme aus Reiskirchen in der Nähe von Gießen und bin jetzt schon alle Wege dieses Weges gegangen und habe jetzt aktuell den Via della Plata zu Ende gegangen. Ich bin jetzt 3 Monate unterwegs und meine Füße sind einfach hervorragend, weil ich die richtigen Schuhe habe und auch die entsprechenden Socken vor allen Dingen. Denn dieser Via della Plata, bzw. der ganze Jakobsweg, ist ja eigentlich eine alte Geschichte. Und mich hat das interessiert, das Land und die Leute kennenzulernen. Man trifft viele Menschen unterwegs. Das ist sehr international. Also hier kommen Leute aus Japan, Australien, Korea, von überall her. Von daher ist es natürlich gut, wenn man wenigstens Englisch noch kann. Es gibt natürlich auch sehr viele Deutsche, die unterwegs sind, nicht zuletzt durch das Buch von Harpe Kerkeling. Ja. Aber so alleine zu sein, das ist auch mal ganz wichtig. Überhaupt den ganzen Tag, wenn man so 20 Kilometer läuft oder 25 Kilometer sogar, dann ist man sehr viel mit sich selbst alleine gelassen. Und dann, man denkt über sehr viele Dinge nach. Es gibt, dieser Weg endet nie. Denn es gibt den Via Frances, den Primitivo, den Via della Plata, den Weg durch Portugal.
den ich noch nicht gelaufen bin. Den möchte ich gerne nochmal machen. Ja. Es ist natürlich immer auch eine Zeit- und Geldfrage, ein bisschen. Wenn man auch an sich sehr günstig übernachten kann, weil die Herbergen sind oft umsonst oder sie nehmen halt nur einen kleinen Obolus. Und Essen ist an sich auch recht preiswert. Das ist sehr wichtig für diese Reise. Das nennt sich Credential und das ermöglicht es Ihnen, in gewissen Herbergen für Pilger übernachten zu dürfen. Manchmal ist es umsonst, manchmal nimmt man eine kleine Spende. Und es ist natürlich auch gleichzeitig eine sehr schöne Erinnerung, weil man es quasi nach jeder Etappe sich einen Stempel geben lässt, das auch bescheinigt ist, dass man den Weg gegangen ist. Denn letztendlich, wenn man dann in Santiago de Compostela ankommt, bekommt man eine extra Urkunde ausgestellt darüber, dass man den Weg gegangen ist. Das kann man sich dann sehr schön einrahmen, genauso wie dieses Kredenzial, weil das ist auch sehr attraktiv, wenn man die einzelnen Etappen rekapitulieren kann. Astorga hat eine Tradition in der Herstellung von Süßwaren. Dies liegt darin begründet, dass das Wegkreuz schon immer Händler vorbeiführte, die hier unter anderem ihren Zucker verkauften. Die Bürger suchten wegen der nicht sonderlich ertragreichen Landwirtschaft nach neuen Möglichkeiten, und so entstand hier eine Schokoladenfabrikation, die sich bis heute hält. Und seit Jahrhunderten schon gibt es hier einen Markt, auf dem alles Nötige und Unnötige angeboten und verkauft wird. Im malerischen Bischofspalast ist auch das Pilgermuseum untergebracht. Der Jakobsweg wurde 1993 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Dazu gehören über 1800 Einzelbauten in 166 Städten und Dörfern. Von Kathedralen und Klöstern bis zu Pilgerherbergen, Brücken und Schleusen.
Der Camino ist durchgehend markiert, so dass sich der Pilger immer gut orientieren kann. Tafeln, Steinpfeiler und gelbe Pfeile weisen den Weg nach Westen. Der Rückweg ist übrigens nicht markiert, denn, anders als zu früheren Zeiten, laufen die Pilger den gleichen Weg nur selten wieder zurück. In die hüfthohen Steinpfeiler sind zum Teil Keramikplatten mit Muschel- oder Wegmotiven eingelassen. In Städten und Dörfern findet man diese Hinweise auch auf Hauswänden oder auf dem Weg. Auf den metallenen Wegtafeln sind Wanderzeichen, weiße Pfeile und stilisierte gelbe Muscheln auf blauem Grund abgebildet. Sie weisen den Weg nach Santiago de Compostela. Der wandernde Pilger bekommt als kleinen Lohn für seine Mühen die faszinierende Landschaft Galiciens zu Füßen gelegt. Kleine Dörfer empfangen einen mit ihrem Charme, um nach einer Rast wieder loszulassen. Galizien ist eine traditionelle Bauern- und Fischerregion, deren Armut in der Vergangenheit viele Bewohner in die Emigration gezwungen hat. So gibt es noch heute in Lateinamerika ganze Kolonien von Auswanderern, die bei Regionalwahlen in Galizien ihre Stimme abgeben dürfen. Zwar bescherte der Jakobsweg der Region etwas mehr Wohlstand, doch Gewerbe und Industrie sind hier rar, was eigentlich gut ist, denn Fabriken und Schornsteine findet man hier nicht. Thank you.
Rabanal del Camino ist ein kleiner Ort mit Pilgerherbergen, Restaurants und Pensionen. Ideal für die Übernachtung nach einem langen Tag auf dem Camino. Die Pilgerherbergen sind Stätten der Begegnung und des Austauschs, Raststellen und ersehnte Tagesziele. Wohl jeder Pilger beginnt irgendwann auf seinem Fußmarsch von seiner Ankunft zu träumen, sich im kühlen Schatten zurückzulehnen und einfach zu entspannen. Das Essen ist schlicht. Salat oder kleine Speisen und kühle Getränke sind für kleines Geld zu haben. Hat man einen Fußmarsch von 40 Kilometern oder mehr hinter sich, ist man dankbar dafür. Die schlichten Pilgerherbergen haben wenig von gewohnten Hotels. Sie bieten in der Regel nicht mehr als einen Schlafplatz und Waschmöglichkeiten für sich und die Kleidung. Und dennoch, sie sind kleine Oasen, in denen jeder Gast herzlich empfangen wird. Nach Stunden der Anstrengung wird man belohnt mit dem Charme und der Atmosphäre eines gemütlichen Quartiers. Jede Pilgerherberge hält Präparate für beanspruchte Füße bereit. Kein Pilger kommt ohne Blasen und wundgelaufene Füße davon. Hier versorgt die Herbergsmutter Isabel Rodriguez eine Blase. Das ist ihre Spezialität, wie sie uns verrät. Beim gemeinsamen Essen spürt dann jeder, dass er dazugehört zur großen Jakobsweg-Familie. Portugiesen, Spanier, Franzosen, Engländer, Deutsche, alle sitzen zusammen und genießen den Abend. Eine gute Gelegenheit, Konrad Nägele, ein Pilger aus Österreich, nach seinen Motiven zu fragen. Also, ich bin der Kurt aus Österreich. Ich gehe heute das zweite Mal den Jakobsweg. Für mich war immer schon der Gedanke und das Verlangen, diesen Weg zu gehen. Ich habe das spanische Land schon immer sehr verehrt und schon bereist. Nur natürlich in erster Linie die Urlaubsgegenden. Also ich kenne auch die spanischen Inseln, nicht nur das Land, also zum Beispiel Andalusien und so weiter. Und seit ich nicht mehr aktiv bin, habe ich die Möglichkeit, weil ich schon immer das Verlangen gehabt habe, den Jakobsweg zu gehen, den spanischen, habe ich ihn voriges Jahr das erste Mal begangen mit einem Freund und heuer mit meiner Frau. Ich bin so schon durch Lichtbildervorträge in meiner Heimat bin ich so fasziniert gewesen. Und also ich habe nicht nur
den Glauben oder die Landschaft, sondern in verschiedenen Variationen das Land gesehen durch Lichtbildervorträge. Und ich muss sagen, es hat mich alles in der Natur auch so beeindruckt, wie ich schon vorher durch Filme gesehen habe. Und es war für mich heuer also normal, dass ich mit meiner Frau noch einmal gehe. Vielleicht gehe ich noch einmal. Also ich weiß es nicht, weil die Landschaft fasziniert mich so. Und natürlich auch die Begegnung mit Menschen verschiedener Nationalitäten und natürlich mit dem spanischen Volk. Das ist ja Grundvoraussetzung, also worum ich auch gehe. Nicht nur mit anderen Leuten, sondern auch mit dem spanischen Volk, obwohl ich die spanische Sprache nicht beherrsche. Aber doch kann ich mich so einigermaßen verständigen und ich hatte bis jetzt keine Probleme und ich kann nur sagen, ich kann nur Positives. Ich habe in erster Linie voriges Jahr und heuer nur in Herbergen genächtigt und ich kann nur Positives über Herbergen sagen. Ist bei mir auch der Glaube auch ein gewisser Mitgedanke, weil ich gehe bei mir zu Hause auch Wallfahrten. Also auch zum Beispiel, wenn man erzählt, was in Österreich ein Begriff ist. Und natürlich, und weil ich gern wandere auch, also kann ich beides verbinden. Den Glauben, die Landschaft, die Leute kennenlernen und das Wandern. Für mich als Österreicher und wo ich von Berggegenden komme und wo ich das Wandern gewöhnt bin, ist es für mich nicht so anstrengend, diesen Weg zu gehen. Also, wie soll ich sagen, es ist für mich irgendwie ein Ausgleich, wie ich schon gesagt habe, das Leben der Leute kennenzulernen und teilweise viele Bekanntschaften zu schließen. Die Gründung des Benediktinerordens im Jahr 2001 war für den Ort sehr wichtig. In der kleinen Pfarrkirche finden fünfmal täglich Gottesdienste in gesungener gregorianischer Liturgie statt, die von den Mönchen und Pilgern gestaltet werden. Also mein Name ist Bruder Ambrosius. Wir befinden uns hier in Rabanal de Camino im Kloster San Salvador. Wir sind ein abhängiges Haus von der Erzabtei St. Ottilien in der Nähe von München. Wir sind Missionsbenediktiner. Wir leben hier unser Leben als Mönche. Das heißt, wir beten. Das ist unsere erste Aufgabe. Wir sind Gottsucher, um es so zu sagen. Und wir kümmern uns um die Pilger. Das bedeutet, wir unterhalten hier ein Gästehaus, in dessen Kräutergarten wir uns gerade befinden. Wir sind also hier für die Pilger da. Die Pilger kommen zu uns. Sie können ein paar Tage bleiben, ein paar Tage länger zum Abschalten, zum Entspannen, auch um geistliche Gespräche zu führen hier in unserem Gästehaus. Wir versuchen auch auf die Menschen zuzugehen, sie einzuladen in unsere Gottesdienste nach Möglichkeit. Besuchen wir auch die einzelnen Herbergen, um die Leute einzuladen, um den persönlichen Kontakt herzustellen, um einfach unserem Hiersein den Leuten ein sichtbares Gesicht zu geben. Am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang herrscht lebendiges Treiben in der Pilgerherberge. Jeder möchte so bald wie möglich aufbrechen, um die Kühle der Morgenluft zu nutzen und sein nächstes Tagesziel gelassen zu erreichen. Auch Konrad Nägele ist schon früh auf den Beinen.
Fragt man die Pilger nach ihren Motiven, so erhält man völlig unterschiedliche Antworten. Das Pilgerziel, das Apostelgrab in Santiago de Compostela und Jakobus als Schutzheiligen, ist nicht der einzige Beweggrund für den strapaziösen Marsch. Es geht um viel mehr und hat etwas Meditatives in sich. Den Weg zu seinem Ziel machen und Gedanken und Eindrücke intensiver empfinden und verarbeiten, das sind Prozesse, die nur ein Pilger nachvollziehen kann und immer mehr Menschen reizt. Das Cruz de Ferro, auf Deutsch das Kreuz aus Eisen, markiert den höchsten Punkt des Jakobsweges auf einer Höhe von 1504 Metern. Zum Ritual der Pilger gehört es, hier einen Stein niederzulegen, mit dem man sich in übertragenem Sinne von Lasten und Sorgen befreit. Manche Pilger bringen den Stein von zu Hause mit und beschriften ihn mit ihrem Namen oder Wünschen und Hoffnungen und legen ihn hier nieder. Diese Wallfahrt, die heute eine Renaissance erlebt, war noch im 16. Jahrhundert nicht selten ein Marsch ohne Wiederkehr. Krankheiten, Überanstrengung, Hunger, Tiere und Diebe und Räuber machten den Pilgern zu schaffen. Und die medizinische Versorgung war keineswegs sichergestellt, man war weit weg. So stellten sich die Pilger bei ihrem Aufbruch darauf ein, nicht zurückzukehren. Testamente wurden verfasst und der Nachlass geregelt. Auch heute sterben Menschen auf dem Camino, doch hier sind natürliche Ursachen oder Unfälle verantwortlich und niemand tritt diesen Marsch in dem Bewusstsein an, dass dies sein letzter Gang werden würde. Der Monte Dogozo, zu Deutsch der Freudenberg, liegt schon in Sichtweite von Santiago de Compostela. Wer in früheren Zeiten hier als erster einer Pilgergruppe ankam, wurde von seinen Gefährten zum Pilgerkönig ernannt. Von hier ab gingen die Pilger barhäuptig und barfuß. Pferde wurden an Zügel geführt. Doch auch heute noch schlägt jedem Pilger das Herz höher, wenn er dort hinten das Ziel der Wallfahrt endlich vor Augen hat. Von hier aus ist es noch eine gute Stunde Fußmarsch bis zur Kathedrale, die einen majestätisch und mit viel Trubel um sie herum begrüßt. Die Kathedrale wurde 1985 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die Gesamtfläche umfasst heute 23.000 Quadratmeter.
Der erste Kirchenbau fand während der Herrschaft von Alfonso II. Von 791 bis 842 statt. Die damalige Kirche wurde weitestgehend durch die Kämpfe mit den Mauren und durch Bauernaufstände zerstört. Mit dem Bau der heutigen Kathedrale wurde 1077 begonnen. Das Grab des Apostels Jakobus befindet sich unter dem Altar im Ostteil der Kirche. Mit der Ruhe und Abgeschiedenheit der letzten Tage und Wochen ist es jäh vorbei. Der Pilger sieht sich, damals wie heute, wieder mitten im Leben. Freude, Glück und etwas Stolz, das gesteckte Ziel tatsächlich erreicht zu haben, sind die Empfindungen der Pilger. Im Pilgerbüro von Santiago de Compostela bekommt jeder Pilger gegen Vorlage seines ausgefüllten Pilgerpasses die Compostela, eine traditionelle Urkunde, die bestätigt, dass man den Camino geschafft hat. Die Aufgabe Jakobsweg hat der Pilger dann erfüllt, wenn er zumindest die letzten 200 Kilometer mittels Pferd, Esel oder Fahrrad oder die letzten 100 Kilometer vor Santiago de Compostela zu Fuß gegangen ist. Ein großer Moment für jeden Pilger. Das ist meine Pilgerurkunde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwie schaffe. Es waren 11 Tage richtige Strapazen und wir waren auf 1500 Meter Höhe im Schnee und bei brennender Sonne irgendwie hier im Anfang von Galizien. Es war unglaublich. Eine super Zeit und ein super schöner Weg. Well, I'm delighted to have got this. I've been walking for 6 days. My knees are very painful. I didn't think I was going to make it yesterday. And I'm really pleased that I have achieved it. It's wonderful. And it's a beautiful place to come to and a beautiful country that we've walked through. Nicht wenige Pilger genießen den Aufenthalt in Santiago de Compostela und entdecken die bunte Altstadt mit zahlreichen Cafés und Restaurants. Es sind über 100.000 Menschen aus allen Herren Ländern, die sich jedes Jahr hier zusammenfinden und gemeinsam einen Traum erleben, den Traum Jakobsweg. Es ist eine persönliche Herausforderung und ich bin der Meinung, dass man alles im Leben schaffen kann, wenn man es nur wirklich will. Und das war eigentlich so diese Motivation, diesen Weg anzugehen. Wenn ich es wirklich will, schaffe ich es, mit meinen Füßen durch ganz Spanien zu gehen. Gesundheitsprobleme gab es ab Anfang an. Ich glaube, der erste Tag war der einzige Tag, an dem ich schmerzfrei durch Spanien gegangen bin. Ab dem zweiten Tag tat jeder Muskel und jeder Knochen weh. Am vierten Tag hatte ich riesige Blutblasen an den Zehen. Die mussten aufgestochen werden, mit Fäden durchgezogen werden. Dann fing eine Knieentzündung an. Dann kam ein Magen-Darm-Infekt dazu. Und zum Schluss hatte ich jetzt noch Schienbeinprobleme, weil ich eine Sehnenentzündung hatte. Aber ich bin jeden Tag gegangen. Es ist ein wahnsinnig schönes Ereignis, nach 5 Wochen angekommen zu sein und das geschafft zu haben, was man eigentlich von Anfang an wollte und einfach da zu sein. Die Altstadt von Santiago de Compostela zählt in ihrer Gesamtheit zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Seit Jahrhunderten ziehen die Pilger vom Monte d'Ogozzo hierher zum Vorplatz der Kathedrale. Übrigens findet hier jedes Jahr am Jakobustag, dem 25. Juli, ein großes Fest statt. Die Pilger aus aller Welt stellen sich hier auf für ein Foto, an das sie sich noch lange erinnern werden. Man könnte meinen, dass Platon den Geist der Wallfahrt erkannt hat, als er sagte: Denken, was wahr, und fühlen, was schön, und wollen, was gut ist. Darin erkennet der Geist das Ziel des vernünftigen Lebens. Mit unseren letzten Eindrücken von Santiago de Compostela beenden wir unsere visuelle Pilgerreise und wünschen Buen Camino, einen guten Weg.